Damit ein herzlich willkommen zu dem Let's Play von Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir müssten heute im 43. Part sein. Ja, wir sind heute im 43. Part von dieser kleinen Spieleserie. Und ich hoffe, dass es euch bis jetzt ganz gut gefallen hat, denn mir macht das Spiel nach wie vor immer noch Spaß. Wie gesagt, ich kenne den Großteil schon, ist leider ein bisschen schade für mich und gut, dass der Bergrat den ist. Andere Vieh angreift, dann lässt er mich wenigstens nicht in Ruhe. Lauf weg! Das ist bestimmt Ted. Er will mal meinem Arsch schnüffeln. Ih, mein Pferd hat Scheiße an dem Arsch. Seht ihr das? An den Pferdehaaren? Oh Gott. Also am Pferdeschwanz. Das Pferd hat sich eingekackt. Oh Mann, du armes Pferd. Vielleicht hat das auch Durchfall. Das könnte natürlich auch sein, ne? Jo, was geht, Digga? Was geht? Immer mit mir reden ist nicht, ne? Okay, gut, dann nicht. Hätte jetzt gern zusammengeschlagen, aber extra abzusteigen, zusammenschlagen, vergewaltigen, wieder aufsteigen. Hatte ich keinen Bock drauf. Hätte mir zu lange gedauert. Ups. Ja, die Kamerasteuerung ist mit dem Pferd ein bisschen anders. Muss ich mich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Kann ich nicht lang einfach. Wieso renne ich denn jetzt eigentlich runter? Da muss ich doch hin, oder? Nee, muss ich nicht. Aber wir können es mal entdecken. Das wäre eigentlich ganz vorteilhaft. Ey, da ist sogar noch ein Stein. Wartet mal, da reiten wir jetzt auch nochmal hin. Aber erstmal entdecken wir jetzt hier das kleine Ding. Ja, zählt das jetzt mal bitte? Danke. Balkenring, Wachturm entdeckt. Und jetzt möchte ich noch schnell den Stein da holen. Na, ich gar nicht eben die sehen beim Herreiten. Gibt nämlich relativ viele. Das Spiel buggt sowieso rum. Man kriegt doch Erfolge dafür, wenn man so und so viele Steine hat. Aber irgendwie kriegt man den Erfolg auch, wenn man 20 mal denselben Stein entdeckt, sag ich mal. Oder so oft, wie man Zeit machen muss. Ah, das Pferd schwimmt. Geil, oder? Ah, jetzt können wir im Pferd mal unter dem Rock gucken. Aber lenken sollte ich trotzdem mal. Mir kommt das so vor, als ob das Pferd im Wasser noch langsamer ist als ich. Der Fürstinnenstein, wartet mal, da setzen wir mal kurz ab. Hallo. Kann ich absitzen? Jetzt. Mal gucken, was der macht. Der Fürstenstein. Wer unter dem Zeichen der Fürstin steht, stellt Gesundheit und Ausdauer schneller wieder her. Nicht schlecht, aber brauche ich nicht. Aber gut, dass wir den schon mal gefunden haben. Gefunden ist gefunden und falls wir mal nehmen wollen, können wir ja mal noch wieder herkommen, ne? Hier ist ein Boot. Ja gut, hätte ich jetzt, Wasseratmung. Könnte man das eigentlich mal nutzen, um zu gucken, ob da was drin ist, was sinnvoll ist. Aber habe ich leider nicht. Bemerke ich mir aber mal für später. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Wenn nicht, könnt ihr es mir ja nochmal in die Kommentare schreiben. Da lang müssen wir. So. Wenn wir da hier rumlaufen. Ah, das Pferd erleichtert doch schon einiges. Natürlich, wie gesagt, es ist ein älteres. Und hat vor allem Durchfall. Und Dorschfall hinten im Pferdeschwanz, richtig geil. Macht mich richtig an. Die Fahne, die da hinten rumweht, das möchte ich ehrlich gesagt nicht riechen. Was wir direkt am Wegesrand haben, nehmen wir natürlich immer gleich mit als Entdeckung, weil da brauchen wir es nicht nur mal entdecken und falls denn eine Quest kommt, brauchen wir noch eine fixe Schnellreise hinmachen. Ruine am Straßenrand entdeckt. Wird wahrscheinlich nichts sein, aber ja. Es steht ja auch drüber, ob abgeschlossen oder nicht. Also kann ich ja dann auch eine Schnellreise hinmachen und falls da noch was zum Einsammeln ist, der Wolf war sehr schlau, kann ich ja dann immer noch mal mich hinreisen lassen, in Anführungsstrichen. Der Wolf ist echt schlau. Richtig heller Kopf ist das. Einen kurzen Speedgang eingelegt. Speed, Speed, Speed! Ah ja, stimmt ja. Okay, gut, können wir gerne machen. Ich komme rein. Hallo!
Du bist down. Noch einer? Einer auf der Fresse? Wo ziehst denn du hin? Jetzt gibt's gegrillten Ork! Wer möchte? So. Nee, brauchen wir alles nicht. So. Bolsch nehmen wir natürlich wieder mit. Kennt er ja schon das Spiel. Steht denn der Spasti? Ich sehe. Ah, da. Wolf liegt hier auch rum. Wolf, natürlich, Kevin. Wolf, Digga. Tschüss. So. Da gehen wir gleich rein. Und da oben kommt man, glaube ich, raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die war sogar relativ groß für die für das kleine Häuschen, in Anführungsstrichen. Wenn ich mich nicht täusche. Aber möchte natürlich jetzt auch nichts Falsches versprechen. Also sage ich es lieber nicht. Oh, wieder ein beschädigtes Buch mit ihnen, Alter. Bin der Beste. Auch sehe ich. Nee, braucht man nicht. Okay. Nein, hallo. Wollen wir kuscheln? Ey. Wollen wir kuscheln? Von irgendeiner Stadt kriegt man auch die Aufforderung. Ich glaube, es ist sogar von Falkenring hier Bruchzahn sauber zu machen, also machen wir das jetzt auch gerade und wenn wir die Quest nachher kriegen, haben wir sie automatisch direkt abgeschlossen, weil ich den Typen denn hier schon gekillt habe. Also, ja, also den Boss. Ist der weggeflogen, Digga. Du hast einen richtig schicken Rock, muss ich dir ehrlich sagen. Warte mal, die Pfeile möchte ich aber auch noch haben. So, dein Rock war echt schick, den kannst du behalten. Den möchte ich natürlich nicht. Oh, da sitzt schon unser kleines Opfer. Ja, moin, Digga. Den hätten wir übrigens auch für eine Quest machen müssen, wie gesagt. Gravierte Nordrüstung, die sieht echt fett aus irgendwie. Also die Brust hat was. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wird später in einem, auf einem Rüstungsständer in meinem großen Haus sehr gut aussehen. Geh mal mit. Was war da für ein Zauberbuch mit bei? Ich habe eigentlich schon vieles. Oh, Telekinese, den kannte ich jetzt noch nicht. Wartet mal. Den gucken wir jetzt mal an. Müsste bei Illusion vielleicht mit bei sein? Veränderung? Ey. Manchmal bin ich ein bisschen schnell. Telekinese kann entfernte Objekte zu dir ziehen. Danach kannst du sie entweder deinem Inventar hinzufügen oder werfen. Ich denke mal, wenn man eine kleine Diebesquest macht, scheint das eine ganz coole Sache zu sein. So, wir müssen ja auch noch Bücher finden, deswegen nehmen wir einfach mal welche mit. Vielleicht sind da auch noch welche mit bei. Und außerdem, wisst ihr ja, manchmal kriegt man auch ein schönes Level-Up durch ein Buch, ne? Schlüssel zur Bruchzahn-Schatzkammer gibt's hier noch. Okay, gut, den habe ich ja gerade, das ist auch ein Buch. Codex der Malakat. So, hier waren wir. Irgendwo habe ich da eben noch eine Tür aufgemacht. Oder nicht? Ich glaube hier. Ja, die hier war's. Jetzt bestimmt hier irgendwo zur Schatzkammer. Bestimmt nichts Gutes drin sein. Oh doch. Alter, wie viele Lederstreifen? 20? Oh, alles klar. So. Und dann entzaubern wir mal, weil das, was ich mit habe und was ich entzaubern kann, entzauber ich direkt. Ach, fuck, ist ja ein Alchemielabor. Ups, da war ich gerade ein bisschen geblendet. Egal, passiert. Oh, hi. So. Käfig, Experte. Ach, ich habe ja den Schlüssel gehabt. Da gehen wir gleich raus. Ja, mal schön in die Schatzkammer rein. Habe ich jetzt eigentlich schon das letzte Heft von dem Ding gefunden? Wir bewegen uns denn spastet da wieder rum. Ne, wir haben es noch nicht. Vielleicht ist es ja unten in der Schatzkammer, aber sieht so aus. Aber cool, dass die Schalter hier mal so sind, ne? Geldbeutel, Tränke, den Eisendeutsch möchte ich, den Rest kannst du behalten eigentlich. Lederstreifen, wie gesagt, schön angesehenes Objekt, sag ich mal.
Das Buch kannst du behalten. Aber Lederstreifen. Nee. Schrank nehmen wir noch mit. Falls ihr so kleine Let's Plays mal sehen wollt oder so von so Indie-Games oder so, vielleicht sogar welche, die einfach gar nichts kosten, sondern ihr so einfach so denkt, ey, das Spiel ist cool, das sollt ihr auch mal spielen. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Generell sind Kommentare, wie gesagt, immer gern gesehen. Hilft uns natürlich auch, um zu wissen, was euch gefällt. Und dann kann man das ja auch mal ausprobieren. Und vor allem für euch spielen. Vielleicht kommt ja auch was Cooles bei raus, wo ich sage, geil, Alter. Hat man mal ein paar Tage was zu spielen und kann es euch vielleicht sogar dann zeigen. Wäre eine coole Aktion, Leute. Steam habe ich natürlich auch. Haben wir alle. Also, wenn jemand eine Idee hat, gerne in die Kommentare schreiben. So, und der hier geht nicht runter, oder was? Ah. Habe ich gerade nicht gesehen. So. Hör ich die Klinge an. Heftig. Nehmen wir mit. So. Haben wir die letzten Teile von der Klinge. Wir geben uns natürlich zu unserem Kumpel. Nach Dämmerstern, nicht nach Morgenröte, wie ich gestern falsch gesagt habe. Aber eigentlich ist es ja im Endeffekt trotzdem gar nicht mal so falsch. Erstens können wir hier gleich raus und zweitens kann ich noch Schloss knacken üben. Das ist eigentlich ganz positiv. War das jetzt doch da links? Ich habe einfach zu schnell weggedreht. Ja. Oh, ein Stückchen hoch. Nein, runter. Jawohl, ich dachte, das ist... Übrigens kann ich den Film The Great Wall nur empfehlen. Den habe ich den Tag mit meiner Freundin im Kino geguckt. Der ist echt nicht schlecht gewesen. Zwar ein bisschen kurz. Oh, auf Skype habe ich gerade eine Nachricht, sehe ich. Den kriege ich morgen, weil... Gut. Wunderbar, das war der Kalle. So. Bei dem Ding auch gleich mal noch mit angemerkt. Gerne bei Kalle vorbeischauen beim Let's Play. Würde mich natürlich persönlich auch freuen. Steckt ja auch bei ihm Arbeit mit drinne, nicht gerade wenig, und das Intro ist ja auch von mir angefertigt, also würde es uns allgemein alle freuen. Ach, Leute, erstens mal störst du. Sag mal. Oh Gott, ist das geil. Das habe ich auch noch nie gesehen. Gut, ich habe damals auch nie mit zwei Händern gespielt. Beziehungsweise mit Einhändern und dann noch doppelt. Ich habe eigentlich nur große Waffen gespielt. Wie gesagt, das spiele ich eigentlich für euch, weil das echt cool aussieht. Aber es eigentlich auch auf der anderen Seite echt stark ist. Kommen wir da oben drauf. Ist da vielleicht eine Kiste? Das könnte ja gut möglich... Haha, seht ihr, Leute? Seht ihr. Der Kev ist ein Fuchs. Oh, eine Meisterkiste. Als ob die... Als Oppi in meinen Mundi, Alter. Unsichtbarkeit. Den habe ich, glaube ich, noch nicht mal. Oh, die Halskette ist aber auch gut. Ich habe den, die Verzauberung zwar schon, aber... So, Unsichtbarkeit habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Aber haben wir jetzt. Und ja, wir machen uns damit wirklich unsichtbar. Gerade gut für Leute, die Assassine gerne spielen. Weiß nicht, ob das Buch da immer drin ist, aber falls ja, oder wenn ihr es ausprobieren wollt, könnt ihr ja hingehen. Ist Bruchzahn. So. Jetzt mal eine Schnellreise wieder zu Dämmerstern. Ich habe auch noch gar nicht so viel entdeckt, wenn man mal so guckt, ne? Weil ich eigentlich wirklich nur das Let's Play für euch spiele und so gar nichts... Also offscreen spiele ich gar nicht so viel, außer halt, um irgendwelche Sachen zu leveln wie Alchemie oder so. Feinde sind in der Nähe. Meinen sie bestimmt den Drachen mit? Die Mucke ist weg, also eigentlich müsste er die Schnellreise annehmen. Oh... Alter, was ist denn los? Geht nicht. Alles klar. Oh, da kommt er. Na, wo bist du, Digga? Kommst du runter oder nicht? Okay, gut. Kannst du bitte noch 2 Sekunden warten? Oh, den wollte ich eigentlich einfrieren. Das ist ja jetzt echt schade. Ey, warte mal. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das geht ja echt.
Das zieht ihm sogar was ab, aber ist nur ein älterer Drache, also allgemein sehr schwach. Hey, Pärtchen. Ja, geil, mein Pferd ist tot, Leute. Klasse. Hat er lange gehalten. Genau 2 Folgen. Easy Picks. Geil. So eine Scheiße. Naja, okay. Ist halt so. Klasse. Ruhe in Frieden. Pferd von Kev. Ich werde dich nie vergessen. Nennen wir dich einfach Gandalf. Haust rein. Fuck, ey. Das regt mich gerade so ein ganz kleines bisschen auf, aber nicht so, dass es mich extrem anpisst. Wir kriegen, glaube ich, von der dunklen Bruderschaft auch noch ein Pferd. Das hat auch einen Namen. Irgendwas mit A. Afkern? Afkarren? Also mit V. Hä? Nee, ich weiß es gerade nicht. Afkarren? Ich glaube, so irgendwie sowas in dem Dreh war das. Okay, gut, dann ist es halt so. Pferd weg. Hat ja lange gehalten. Schade, schade. Ja. Heute beenden wir, glaube ich, sogar mal vor 20 Minuten, so wie es aussieht. Außer er quatscht jetzt relativ lange. Weil was Neues möchte ich nicht mehr anfangen. Und wir haben ja auch ab und zu mal Folgen, die länger als 20 Minuten sind. Also denke ich mal, dass das auch vertretbar ist. Oh. Yippie, yippie. Oh. Na los, Silus Versius. Hier ist das letzte Teil der Klinge. Legendäre Schärfe einer dädrischen Waffe. Ja. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung. Hab ich, danke. Teile. Endlich halte ich alle Teile. Es gibt ein viertes Teil. Die Schwertscheide in der Vitrine. Sie wurde für die Schneide hergestellt. Und da drüben rechts. Nicht alles. Ich weiß, wie alle Teile zusammengefügt werden. Wir müssen sie nur zum Schrein von Dagon bringen und den Fürsten des Wandels direkt kontaktieren. Meint ihr, Dagon wird die Klinge instand setzen? Seit ich ein Junge war, spüre ich, dass etwas Schicksalhaftes. Erkennt ihr es nicht? So gut. Das Schicksal hat euch zu mir und den Teilen geführt. Ja, kann sein. Dagon. Tschüss. Ich speichere jetzt mal hier direkt ab und plündern ihn noch ein bisschen aus. Und falls er jetzt wiederkommt, kann ich auch mal nochmal laden. An der Stelle aber eigentlich nicht. Davon möchte ich übrigens nichts klauen, das will ich einfach bloß öffnen, damit ich, das halt level, ne? Also nach links. So. Easy Picks. Offen. Jetzt ist das ja sogar verzaubert. Da drauf. Alles klar. Aber nicht verzaubert. Ah, hat sich das da doch gerade so ein ganz kleines bisschen bewegt? Nee? Anscheinend nicht, also doch hier irgendwo. Ja, hier. So. Weiter runter oder weiter hoch? Ah, runter war richtig. Und passt's? Ei. Das ist so eine Millimeterentscheidung, Leute. Jetzt spiele ich schon wieder, mach die 20 Minuten voll. Irgendwie war es wieder so klar. Ich glaube, ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich es wieder nicht mache. So, was heißt wieder nicht, wenn ich es nicht mache? So, das können wir nicht nehmen, ne? Ne. Nur mal angucken. Wie sind das alles Adept-Schlüsse? Ist doch langweilig. So, links oder rechts? Sieht stark nach links aus. So, jetzt sauber. Ja, das war zu weit. Haben wir. So, sind das alles dieselben Bücher? Nö. Kennen wir nix, wir nehmen alles mit, Leute. Weil hier nichts drin ist, kann ich es nicht knacken. Was ist denn das für ein Bullshit? Ja, Leute, dem Sinne würde ich sagen, wir haben jetzt einfach mal ein bisschen die Ofi geräumt, weil... Schönes Ding, aber...
Hat er nicht verdient. Wir haben ihm genug geholfen und 3600 Gold für alle drei Klingenteile finde ich ein bisschen wenig. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.